Kunsthandwerk statt Massenproduktion? Wer auf Qualität statt Quantität Wert legt, muss sich meistens auf die handwerklich verarbeiteten Produkte zurückbesinnen. Seit über 150 Jahren werden in Triers Buchbinderei der Familie Mohr über mehrere Generationen Bücher gebunden. Wir haben dieses Jahr 150-jähriges Bestehen. Das heißt, der Josef Mohr hat 1864 die Buchbinderei gegründet. Buchbinder haben wir mittlerweile in Trier nur uns. Wir haben quasi eine Monopolstellung. Und es gibt nichts Schöneres, als mit Büchern zu arbeiten. Es ist natürlich teilweise auch sehr stressig, weil ich dafür zuständig bin, die Aufträge zu bekommen. Und das ist im Zeitalter der neuen Medien natürlich äußerst schwierig. Wer sich schon immer mal gefragt hat, wie ein Buch entsteht, bekommt hier in 8 Arbeitsschritten eine Erklärung der traditionellen Techniken vom Buchbindermeister André Gumprecht. Also als erstes werden die Bücher aufgeschnitten, damit wir sie verleimen können. Weil wir sie immer als Hefte bekommen, also geschlossen am Rücken, hier an der Schneidmaschine, müssen wir sie jetzt aufschneiden, damit wir Einzelblätter bekommen. Vorher wurden die Klammern entfernt, die die einzelnen Hefte so besitzen, damit wir unser Messer, was sich hier befindet, nicht kaputt machen. Was relativ schnell passieren kann, wenn man vergisst, die Klammern rauszunehmen. Werden die einzelnen Hefte aufgeschnitten, damit wir Einzelblätter erhalten. Und schon ist es weg. Wie man sieht, haben wir jetzt wunderbare Einzelblätter, was wir brauchen zum Verleimen. Zum Vergleich, vorher hatten wir die einzelnen Hefte aufgeschnitten und jetzt müssen wir die einzelnen Blätter verleimen. Also hier werden jetzt die einzelnen, wird der Buchblock aufgestoßen, der muss jetzt gerade sein zum Verleimen, wird hier eingespannt. Damit er uns nicht hin und her wackelt. Jetzt wird das hier nochmal richtig schön festgedrückt, der Buchblock. Einmal rum. Und jetzt haben wir das oben, was wir brauchen zum Verleimen. Und jetzt verleimen wir erstmal die eine Seite des Buches, damit die Blätter von jeder Seite auch Kleber bekommen. Jetzt die andere Seite, weil so ein Blatt zwei Seiten hat und damit jede Seite Kleber abbekommt, müssen wir es halt so auffächern. Dann drücken wir es schon mal zusammen. Nehmen uns unsere Gaze, eine Art Schleier, damit der Buchblock auch hält. Reiben das in den Leim ein. Das Ganze noch mal stramm. Und machen noch eine Schicht Kleber drüber, damit der Stoff richtig schön eingebettet ist. Dann kommt das Ganze wieder raus. Wird abgelegt. Möglichst rechtwinklig. Nachdem der Buchblock getrocknet ist, wird jetzt an der Schneidmaschine der Buchblock sauber geschnitten. Das heißt, die Seiten sollen richtig schön glatt sein, wie man es vom Buch kennt, was man so zu kaufen bekommt. Machen wir immer erstmal den vorderen Schnitt vom Buch. Und grundsätzlich schneiden wir immer nur so viel ab wie nötig und so wenig wie möglich. Das ist so eine Faustregel, die wir Buchbinder haben. Jetzt wird oben und unten beschnitten, das heißt aber erstmal unten. Wir legen zwar oben an, aber unten wird erstmal abgeschnitten. Und das Maß haben wir schon vorgegeben. Und deswegen können wir das mit der Tastatur eingeben. So.
jetzt kommt der Fußschnitt. Kopfschnitt. So. Und schon sind wir fertig mit dem dreiseitigen Beschnitt des Buchblockes. Und im Vergleich glatt und nicht so glatt. Das Ganze funktioniert hier mit dem Hammer-Schlagprinzip. Und man sieht jetzt schon, es wird langsam rund. Wir müssen den Buchblock drücken und ziehen gleichzeitig, damit wir die Rundung hinbekommen. So. Und schon haben wir den Buchblock runder als vorher. Um die Rohdecke für den Buchblock zurechtzuschneiden, müssen als erstes die sogenannten Pappenhöhen passend geschnitten werden. Danach kommt die Rückeneinlage, die dünner ist als die Deckelpappe dran. Zum Schluss muss noch ein farbiges Gewebe zugeschnitten werden und schon ist der Deckelzuschnitt fertig. Als nächstes werden die drei zugeschnittenen Deckel mit Leim an das farbige Gewebe befestigt. Mit Hilfe der Kanteneinschlagmaschine werden nun die Ecken umgeschlagen, um am Ende noch einmal festgedrückt zu werden. Die Schrift haben wir jetzt gesetzt und haben uns das fixiert, damit uns das nicht hin und her rutscht. Stellen jetzt mit unserem Prägegerät die Tiefe ein. Nehmen wir unsere Prägefolie, legen die über die Buchstaben drüber. Nachdem wir die Decke überzogen haben, geprägt haben, wird die Decke jetzt gerundet. Jetzt wird nur die Rückeneinlage rund gemacht, die sich halt die gleiche Rundung haben soll wie der Buchblock selber. Jetzt sieht es optisch so aus, als wäre das Buch fertig, aber jetzt müssen wir noch die Verbindung schaffen zwischen dem Papier und den Deckelpappen. Dafür brauchen wir den Kleister. Die Decke wird jetzt drauf geklappt, angedrückt. Nochmal geguckt, ob alles auch richtig im Winkel ist. Was nicht immer klappt, bei alten Büchern auf keinen Fall, weil die immer schief geschnitten wurden. Deckel zuklappen, andrücken. Der nächste Schritt ist jetzt das Einpressen, weil nur Andrücken reicht nicht. Das machen wir dann hier. Wird der Buchblock in die Presse reingelegt und jetzt wird zugedreht und richtig fest eingepresst, damit wir auch eine Verbindung bekommen zwischen dem Papier und dem Deckel. Jetzt müssen wir gucken, ob wir den Kleber auch überall haben. Hier ist jetzt das Problem, dass wir verschiedene Größen an Papier drin haben.
Deswegen muss ich nochmal nachreiben. Pappen eingelegt, damit der Kleber nicht zu sehr in den Buchblock, der Kleber bzw. die Feuchtigkeit in den Buchblock eindringt. Gleich auf dieser Seite. Wir pappen dazwischen. Und jetzt kommt das wieder in die Presse und darf da jetzt bis zum nächsten Tag sich drin ausruhen. Dann wird es nämlich auch richtig trocken. Den Unterschied zwischen traditioneller und konventioneller Produktion erklärt uns Claudia Mohr. Früher gab es nur den Buchbinder. Heute unterscheidet man zwischen dem Sortimentsbuchbinder, dem Industriebuchbinder und dem Restaurator. Der Sortimentsbuchbinder, das sind wir, fertigt Bücher ausschließlich handwerklich. Wir haben natürlich ein paar Maschinen, aber der größte Teil wird mit der Hand gefertigt. Der Industriebuchbinder macht eine maschinelle Massenproduktion, also höhere Auflagen. Und der Restaurator, das ist ein separater Studiengang, das kann man studieren, seit, da müsste ich jetzt lügen, zwischen 10 und 15 Jahren, der sich primär mit Altbeständen beschäftigt. Also wir haben Restauratoren beschäftigt in unserer Restaurierungswerkstatt, die haben in Köln, in Rom und in Paris studiert. Das Buchbinden wurde schon im späten Mittelalter ausgeführt. Somit bewahrt die Buchbinderei Mohr in Trier ein sehr altes Handwerk aufrecht und wird hoffentlich auch noch viele weitere Generationen bestehen.